Ihr könnt, nachdem ihr am Palastberg euch wieder zurückgezogen habt, entweder durch den Fluchttunnel oder durch das Villenviertel in Richtung der Friedenstadt, könnt ihr noch euch etwas erholen, etwas regenerieren und merkt dann auch, wie die ja, heilsamen Kräfte eures Tees einsetzen. Ihr könnt in Erfahrung bringen, dass wohl die Straßen bis Richtung des Donnerfeldes mittlerweile wieder begehbar sind. Die Pioniere haben da ganze Arbeit geleistet, um ihren Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld und vor allem dann eben auch mit Sprengfallen ja doch einen Weg für die Reiterei gemacht. Und es gab wohl auch noch einige Gefechte, gerade wenn man sich dann in Richtung des Marktes orientiert hat. Da haben dann auch einige Almadaner dann den Scharfschützen gute Ziele geboten, aber auch die wurden dann nach und nach dann von ihren Häusern entfernt. Weitere Straßenkämpfe gibt es im Bürgerviertel vor allem noch, also das ist noch nicht ganz aufgeklärt, wenn ihr dann nach und nach nachrückt, aber ihr könnt auf alle Fälle in Erfahrung bringen, dass mit Hilfe der Krieger der Feuerlilie auch die Nekromanten oder die Dämonen am Boronanger nicht alle getötet worden sind, aber vor allem dann auch gefangen genommen worden sind, wenn ihr dann ja die Straßen entlang geht und Donnerfeld nochmal nach Meldung sucht. Könnt ihr noch wohl erkennen, dass der Burgschulze Bohemund Bruckner gemeinsam mit dem Stadtvogt bzw. dem Bürgermeister Redenhard von Berlinghahn-Oppstein in Richtung Friedenstadt unterwegs ist. Also die brechen wohl auch gerade auf, bis ihr dann zum Boronanger vordringen könnt. Vor euch steht dann ein almadanischer Offizier, der euch dann typisch almadanisch begrüßt und dann nach dem Woher und dem Wohin fragt. Hola, mis amigos. Me alegra que estés aquí. Todavía necesitamos tu ayuda. Wir brauchen noch etwas Hilfe, aber ich denke, mit eurer Hilfe können wir die Probleme sicherlich ganz gut aufklären. Von irgendwelchen Dämonen können wir allerdings dort nichts spüren. Großes Loch, was sich dort unten befindet. Sie haben nach etwas gegraben. Und einige tote Hände, die nach unseren Stiefeln gegriffen haben. Aber diese habt ihr inzwischen erschlagen, nehme ich mal an, die Untoten. Sie. Gut, wir sollten uns das trotzdem ansehen, nach was sie dort gegraben haben. Vielleicht finden wir doch noch einen Hinweis darauf. Ja, was das Graben angeht, sind wir Zwerge ja ganz profunde Kenner dieser Handwerkskunst. Vielleicht fällt mir was Besonderes auf. Wir konnten einen von ihnen gefangen nehmen. Er ist wohl kein richtiger Paktierer, aber er trägt die Wappen, die sie wohl auch tragen, und ist noch nicht bereit, zu seinem Herrn oder zu seiner Herrin zu gehen. Er wand sich und die anderen Paktierer gingen lieber in den Tod, als dass sie mit uns sprachen. Was hat er denn schon verraten? Wenig. Er spricht in einem Torwaldschen Dialekt. Er spuckt das so ein bisschen aus. Aber mir, ich glaube, das ist der Mann für dich. Wir verstehen ihn nicht. Wir werden ihn eingehend befragen. Wo finden wir diesen Herrn denn? Wir haben ihn noch nach draußen gebracht. Könnt ihr ihn sehen? Dort an dem Brunnen, da haben wir ihn gefesselt. Wir wollten ihn nicht direkt in den heiligen Hallen des Boronangers haben. Versteht? Auch wenn die Hallen vielleicht etwas pervertiert sind, sicherlich, aber wir wollten ihn dort raus haben. Während meine Männer dort unten aufräumen. Hä? Sehr vernünftig. Das ist sehr vorausschauend von Er euch. Sehr vorbildlich. streichelt sich nochmal durch seinen Bart, den er so ein bisschen nach oben gegelt hatte oder gewichst hat. Zwirbelt dann nochmal so ein bisschen und dann bringt er euch zu dem gefesselten Mann. Ja, es ist tatsächlich ein Torwaler, könnt ihr erkennen. Stattliche, große Muskeln, Bizeps, Trizeps, der euch dann mit seiner Krötenhaut, die er da wohl trägt, anguckt. Und ein finsteres Zeichen von Tagunitot dort eingezeichnet mit. Es ist kein Blut, es ist schwarze Flüssigkeit. Spricht irgendjemand Torwallisch? Natürlich nicht, das ist eine Nein. barbarische Sprache. Ich glaube schon, dass es eine recht nette Sprache sein kann, aber ich kann sie trotzdem nicht. Kann auch kein Torwallisch. Dieser Hund wird bestimmt die normale Sprache beherrschen, die wir alle beherrschen. Ich denke auch, wenn er in diesen Landen unterwegs ist, wird er Garetti sprechen. Wollen wir es mal hoffen? Stupst ihn doch einmal an, um ihn wach zu machen.
Schubst ihn mal mit meinem Fuß an. Hallo, aufstehen! Ja, er tritt auch direkt zurück. Also er hat da nicht geschlafen. Ja, wenn du ihn dann anstupst, tritt dich direkt. Versucht dir auch direkt in den Bauch zu treten. Würf mal ausweichen. Ja. Der Mann ist gefesselt. Wie haben die den denn gefesselt, dass er treten kann? Mit den Händen. Mit den Händen an den Brunnen. Okay. Du bist überrascht, ja. Dass man so blöd ist, da bin ich tatsächlich überrascht. Es sind Almadana, was erwartest du da? Ich will das parieren, ich will das nicht ausweichen. Ja, dann versuch das zu parieren. Kannst du natürlich auch machen. Nein. Ja, okay, kannst dann seinen Fuß festhalten, ziehst nochmal so ein bisschen, dass er dann unter den Steinen wegrutscht und ja, dann landet er erstmal mit seinem Arsch auf dem Boden. Ja, das ist auf jeden Fall ein dummer Sack. Und spricht dir aber auch irgendwelche Torwaldschen Flüche entgegen. Du bist ein dummer Sack und sollst die Schnauze halten. Moment. Sind Torwalder nicht voll abergläubisch, habe ich mal gehört? Ja, das kann schon sein. Oft Arschlöcher. Ich glaube, sie fürchten sich vor Schlangen oder so etwas. Schlangen? Sie fürchten sich vor allem, was sie nicht kennen. Und das ist ziemlich viel. Ich will nicht sagen, aber er ist ein Paktierer. Glaubt ihr nicht, dass er ziemlich viel Scheiße gesehen hat? Oder er ist kein Paktierer, aber einer von... Ich weiß nicht, was er für ein Arschloch ist. Ich würde auch nicht. Wir könnten ihn ja einfach in einen Frosch verwandeln. Guck mal, er hat schon eine Krötenhaut. Reagiert er da drauf? Er schaut euch mit zusammengekniffenen Augen an und ist eine Menschenkenntnisprobe, ne? Es erschwert eure Nachteile, wenn ihr irgendwie Vorteile gegen Torwaller habt, weil die verstehen ja sowieso nichts. Aber ansonsten ist es eine fremde Kultur und dann gibt es sowieso nochmal eine plus 3. Oh, 7 Punkte hätte ich. Hast du Vorteile gegen Torwaller? Ach, kein Stück. Hat sie natürlich nicht weniger zu dummen Säcken, aber ich habe keine Vorurteile. Aber mir. Ja, also ihr seid wohl irgendwas mit Orkfurz oder sowas. Ihr versteht ihn nicht genau. Dumm wie entweder Brot oder Stroh. Bei der Übersetzung seid ihr auch nicht ganz sicher. Spielt auch keine wirkliche Rolle. Aber er geht jetzt wohl auch gerade in Richtung eurer Mütter. Meine Menschenkenntnisprobe zielt ja eher darauf ab, ob er darauf reagiert, wenn wir uns auf Gareti darüber unterhalten, ja, ihn in einen Frosch zu verwandeln. Er versteht dich. Also, Abelmir ist sich sicher, er versteht euch nicht, aber du erkennst, wie er wohl euren Worten folgt und das mitbekommt. Er zeigt keine Angst, aber er versteht euch. Ja, ich würde dann mal Isarun, ich würde mich mal von ihm wegdrehen, Isarun kurz zuzwinkern und dann, nun, ich fange dann mal an, den Verzauberungskreis, um den Mann zu zaubern. Als Frosch würde er uns dann sicherlich mehr Antworten geben. Ach, lohnt sich das ja für diesen Torwallabschaum? Ja, er will ja jetzt von sich aus nicht reden, also verwandeln wir ihn halt in einen Frosch und dann benutzt ihr eure Tiergedanken und wunderbar. Dann haben wir alles aus ihm herausgekriegt, nicht wahr? Isarun stockt jetzt so irgendwie ein, zwei Augenblicke. Das ist jetzt nicht unbedingt ihre Art. Aber sie bemüht sich, so gut mitzuspielen, wie es geht. Dieses alte druidische Ritual, richtig? Genau. Isarun zwickert auch ganz offensichtlich rüber. Ihr versteht schon, dieses alte druidische Ritual. Rafim, würdest du uns wohl ein, zwei Haare von den Deliquenten besorgen? Wisst ihr, bei der Versailles-Force geht das alles viel schneller und mit viel mehr Blut, aber gut. Würfelt mal beide eine Überreden-Lügenprobe. Oder Überreden-Schauspiel, wenn ihr da irgendwie was anderes einwerfen wollt. Also es ist halt keine richtige Schauspielprobe, weil das ist es ja nicht, sondern es ist halt ein Überreden vorgaukeln, ja. Da darf er natürlich gegenwürfeln. Brauche ich diesen... Ah, nee, tut mir leid. Er guckt euch an, also Boltax, du bist dir sicher, er versteht euch, aber ihm ist das egal. Also ich kann auch mit ihm reden, wenn ihr wollt. Das geht viel schneller, aber von mir aus. Ja, ich hol mal Boltax seine Haare. Vielleicht sollten wir ihn an einen weniger öffentlichen Platz bringen, wenn wir ihn befragen.
Doch richtig. Ihr denkt immer nur das Schlechteste von mir. Einmal ein Auge ausgerissen und schon ist man immer der Typ, der die Augen ausreißt. Wisst ihr, ich hatte das gerade erfolgreich verdrängt, was ihr da schon wieder angestellt habt. Jetzt müsst ihr das wieder... Es werden hier keine Augen rausgerissen. Junge, okay, Augen. Das würden wir doch nie tun, dir die Augen ausreißen. Nein, nein. Vielleicht sollten wir ihn einfach lebendig einmauern. Ich glaube, das ist die übliche Strafe für Paktiere, nicht wahr? Ihr habt doch einen Eisbären. Können wir den nicht einfach... Hallo, Mira isst nur gutes Fleisch. Die ist doch keine Torfellerin. Mira, dich hör, die würde dich beißen. Ich sag es dir. Nein, würde sie nicht. Die würde sich freuen. Billiges Torwallerfleisch. Meine gute Mira, ich fass es nicht. Das ist eine Delikatesse bestimmt. Etwas, das sie noch gar nicht gegessen und probiert hat. Mira ist kein Mensch. Also wirklich. Ekelhaft sowas. Ja, also, seid ihr jetzt fertig mit eurem Kreisemalen oder wird das hier noch was? Ja, das Team hat keine Ahnung, was ihr da macht. Und dann das Pentagramm konntet ihr auch in der Zeit um ihn herum malen, auch so ein bisschen um den Brunnen. Das scheint ihn nicht zu interessiert haben. Also, er ist sicherlich ein abergläubischer Mann, aber hat er, wie gesagt, dann die Lüge in euch erkannt. Ja, ihr könnt ihn auf alle Fälle wohin schleppen, weg von den Augen der Almadana, weg von dem Kreis, beziehungsweise diesem Boron-heiligen Platz. In eine der Häuserecken. Soll ich jetzt? Oder wollt ihr nochmal? Nein, macht ihr. Hallo. Du bist Zack, ich bin Rafim. Du sagst mir, was ich hören will. Und Rafim tut dir weh. Das war's eigentlich an Vorstellungen. Das da vorne ist Abel mir, der tut dir auch weh, aber nur weil er ein Sack ist. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass er was hören will, er will dir einfach nur wehtun. Das ist Isarun. Die ist eigentlich ganz nett. Ich weiß nicht, ob sie dir wehtut. Und das ist Boltax, der ist eigentlich nur dabei, weil er dabei ist. Aber wir beide, ne? Wir führen jetzt eine Unterhaltung. Und ich würde den Mann versuchen einzuschieben. Verhör. Ich möchte ein Verhör mit ihm ansetzen. Ich möchte ihm jetzt erstmal nicht übermäßig wehtun. Ich möchte erstmal gucken, ob er auch so schon zusammenbricht. Ja, dann würfel doch einfach mal schon mal eine Probe. 13 Punkte. Ja, Intuition ist das zweite, ne? 17, ja, genau an der richtigen Stelle gewürfelt. Er guckt dich an, schätzt deine Kraft ein, lässt sich kurz einen Moment Zeit und dann nickt er. Ich bin Thorfinn. Du dich mich nicht schlagen musst, ich rede noch so. Seht ihr, so geht das. Ich würde ja sagen, eine Freude, dich kennenzulernen, aber das wäre gelogen. Isarun, ihr habt doch jetzt bestimmt so hochtechnische Fragen, die ich nicht verstehe. Könnt ihr die fragen, bitte? Was ihr euch wissen wollt. Zunächst einmal, was habt ihr dort unten gesucht? Wir uns haben gesucht, Artefakt. Wir uns nicht wissen, wo sind, aber Skirde sagen, hier in Romilis. Was für ein Artefakt? Wir uns nicht ganz sicher. Skirde uns sagen, es sich sein Pendel. Ein Pendel? Nekromanten sich sicher... Pendel egal und Skirre keine Ahnung. Nekromanten wollen sich Tote. Sie sich sagen, Auftrag nicht wichtig. Wer ist Skirre? Skirre sich sein Skirre Skarresand. Er sich sein, sie sich sein Gefolgsleut. Gefolgsichtleut von sie sich sein Rassassor. Sie ist eine Nekromantin, so wie du. Er schüttelt mit dem Kopf. Wie ein Söldner. Jetzt nickt er. Du ein Söldner. Sie sich sein keine Angst vor Tod, aber sie sich haben wollen Seele wenden. Sie stehen vor Swafnir. Also sucht sie ein Amulett, das ihre Seele vor den Nekromanten schützt. Vermutlich irgendwas Boranheiliges, was die Wiederauferstehung der Person verhindert, die es trägt. Nehme ich mal an. Sie sich sagen, dass Rassassor ihr sagen, dass Pendel finden kann,
Blut von Hetman. Von welchem Hetman? Ja, Moment, Moment, Moment. Hetman waren, glaube ich, ihre Anführer. Von Groß-Hetman. Aha, also von dem höchsten Hetman von allen, also dem Hetman der Hetmans. Dass ich sein richtig. Das geht das Girre sagen. Aber es geht bestimmt nicht um Hetmänner, es geht bestimmt um Kaiser. Ja, es geht bestimmt um... Moment, was will Rassasor mit Kaiserblut? Mächtige Untote beschwören? Ich dachte, das geht mit Kaiserblut am besten. Oder nicht? Ich bin kein Nekromant. Ist das so? Also letztes Mal wollte er auch die Kaiser... Nun ja, die diesseitige Form behält dann durch eine gewisse Residualausstrahlung. Und je mächtiger die Person im Leben ist, desto stärker ist sie natürlich auch im Untode. Skirre sagen Mirona ja Menario weit weg und sie sich haben Drachengardisten, die sich haben auch weit weg. Deswegen sie sich sagt, Nekromanten sucht, aber Nekromanten sagen alle weit weg, deswegen sie sich machen einfach nur tot. Nicht tot. Ah, okay. Und dieses Pendel kann Kaiserblut finden. Groß-Hetman-Blut. Ja, wir interpretieren das jetzt einfach mal so, weil sonst kommen wir nicht weiter. Ist schon sehr praktisch, wenn wir das hätten. Ich meine, so genau. Der schwarze Drache hätte auch einmal versucht, die Gebeine von Brynn anzugreifen. Sarkund. Also würde das Sinn machen irgendwie. Sarkund, habt ihr das Panel gefunden? Guck dich fragend an. Das Artefakt. Wir uns haben kein Artefakt. Die haben sich doch gesagt, machen wir doch nicht. Die anderen, unsere Befehlsgeber, sind viel zu weit weg. Wir buddeln lieber Leichen aus, nicht wahr? Das Ding da noch liegen? Was gefunden? Leichen liegen nicht da. Sie sich sind alle weggegangen. Na Wunder, Herz. Amulett da noch liegen? Artefakt? Kette? Artefakt da noch liegen? Wir uns nicht wissen, wo Artefakt. Skirre sagen in Romulus. Wollte nur Skirre das Amulett, Artefakt haben? Jetzt fange ich auch schon mit Amulett an. Oder wollte das auch Asmodeus von Andergast haben? Wir uns nicht wissen. Asmodeus ist ein böser Mann. Dazu ist er. Ja, zweifelsohne. Wir kämpfen gegen Asmodeus. Er sich haben keine Ehre. Aber der schwarze Drache hat welche? Ich folge Skirre, ich folge nicht Rassasor. Ja. Und wem folgen Skirre? Skirre, ihr sich folgt Rassasor. Ja, Logik ist nicht seine Stärke. Was ist seine Logik? Ja, nicht genau. Eure Stärke. Er spannt seinen Bizeps an, soweit ihm das irgendwie möglich ist. Das ich sei meine Stärke. Soweit ich mich bin, Thorfinn. Soweit ich hier bin, Thorfinn. Ich auch, Thorfinn. Gut, das ist ja alles sehr hilfreich, aber irgendwie auch nicht. Ja, nicht so wirklich. Also ich meine, es ist schön, dass sie dieses Amulett oder Artefakt nicht gefunden haben. Bringt uns aber auch nicht viel weiter, also... Ja, ich denke, dass sie irgendetwas gefunden haben müssen, weil sonst wären sie nicht alle abgereist. Ja, glaube ich auch nicht. Ihre Position war zu gut, um jetzt zu fliehen. Sag einmal, Thorfinn, habt ihr noch an anderen Stellen etwas gesucht? Er überlegt kurz. Wir uns sind nicht geflohen. Nein, nicht geflohen. Er klopft sich dabei auf die Brust. Sondern?
Wir uns haben gekämpft. Er deutet so ein bisschen rüber die Straße über den Marktplatz in Richtung des Boron-Tempels. Sie sich da liegen, allesamt richtig tot. Gut. Nur Erlos Asmodeus geflohen. Er sich und seinem Mann. Wo ist Skirre? Wo ist Skirre? Skirre, sie sitzt in Galles. Oh, Galles, davon habe ich schon mal gehört. Hast du etwas schon mal vom Seelensammler gehört? Er legt so ein bisschen den Kopf schief. Überlegt. Er sich ist Gebein, Totensammler. Er sich ist schwarzer Schrecken. Große Flügel. Hast du ihn schon gesehen? Ei, das wohl. Wo? Er sich ist überall in Finstermark. Er sich ist aber in Streit mit Schwarzdrach. Im Streit? Ah ja, das macht natürlich Sinn. Nekromanten hier Romulus arbeiten nicht für Rassasor, nicht für Groß Schwarzdrach, sondern für Albtraummann mit Flügeln. Sie sich haben Streit und sie sich lieber wenden an Hetman Seelensammler. Das verstehe ich jetzt nicht. Du bist ein Gefolgsmann von Skirre. Skirre ist Gefolgsfrau von dem schwarzen Drachen. Hey. Aber wieso bist du dann nicht Gefolgsmann von dem Seelensammler? Nekromanten mit Pakt, die sich gegangen nach Dagunitot, sind Überlauf. Warum ihr nicht umgebracht, wenn Überlauf? Sie sich sind alle Varunker. Also, mir egal, wem folgen. Also hat sich... Also gibt es Schwarzdrach auf einer Seite und Seelensammler auf anderer Seite? Ei, das wohl. Und Varunk ist... Ich mich folgen Skirre. Er klopft sich auf die Brust. Skirre folgen Rassasor, aber Rassasor Schwarzbösdrach. Das ist sein Grund, warum ich nicht folgen Rassasor. Das ist sein, warum ich tolerieren Mann von Gebeinsammler. Sie sich sind Nekromanten und sie sich haben anders entschieden. Das klingt mir ziemlich opportunistisch, aber gut. Sie haben erhoben Draugra. Oh. Wen? Draugra. Bösen großen Untoten? Untote, ja. Was seien Draugre? Vermutlich Dorwalisch für Untoter. Ich meine, ich hätte dieses Wort schon einmal gelesen in irgendeinem Buch. Und es bezieht sich tatsächlich auf Untote, speziell auf solche in Grabhügeln. Das wusste ich nicht. Aha. Draugre. Und sind Razzazor und Seelensammler die einzigen Führer von Untoten? Oder gibt es andere? Razzazor und Gebeinsammler Großhetman. Und Mironaja Menario Kleinhetman. Hetfrau. Skirre auch Hetfrau. Aber Skirre nur Söldner. Skirre Söldner, Mirona nicht. Sie sich geht zu Changa. Noch mehr Leute von Skirre hier? Allesamt tot. Nur ich mich haben keine Lust auf Tod. Noch nicht.
Bist du auch ein Söldner oder erhebst du auch deine Untoten? Ich bin Söldner. Jetzt siehst du wieder sowas wie so ein bisschen Goldgier in ihm funkelt. 4 Silber pro Tag. Das hat er perfekt im Gareti gesagt. Also da war kein Torwalscher Dialekt drin. Das hat er gelernt. Ich kann kämpfen gut. Nicht mehr lange. Dann würdest du nicht da nicht sitzen. Ich unterstelle ihn euch. Ich denke, ihr seid dort am kompetentesten in dieser Hinsicht. Wollt ihr den noch wieder haben oder ist das so ein langfristiges Geschenk? Langfristig, ihr wisst, was mit ihm zu tun ist. Natürlich. Ihr wollt das vielleicht zusammen mit den Golgariten entscheiden, was genau mit ihm passiert. Hat noch jemand Fragen? Nein. Nein. Ich denke auch, er hat uns weitergeholfen, soweit er konnte, aber wie er schon sagte, seine Muskeln sind seine Stärke. Ey du, darf sterben an Kampf? Ey, ich? Ich frage Golgariten. Golgariten sagen nein. Du enden dort am Baum. Nix Baum. Ich mich sterben will in Kampf. Ja. Das ist nicht deine Wahl. Ich mich leider unterwerfen müssen, Golgariten. Du dich lügen. Ich mich lügen. Und ich lächle breit. Spuckt aus, Alan Fana. Ja, mein Junge. Und weißt du, was ich auch kann? Ich kann knoten. Und ich nehme mal den Herrn Sack und führe ihn mal zu der Punina Geweihten, wenn ich sie finde, oder... Und dann frage ich die mal, was sie denkt, was man mit solchen Leuten denn machen sollte. Die Golgaritin, Maboria, ja, die wird hier natürlich auch stehen und dann darauf aufpassen, dass jetzt nach und nach die Gräber wieder zugeschaufelt werden. Und sie schaut dich kurz an. Ist der Paktierer? Nein. Also bin ich sicher, aber vermutlich Söldner, Grabschänder, Mörder, Plünderer, Vergewaltiger, Torwaller halt. Grabschänder. Also er hat hier gebuddelt. Dann vergraben wir ihn lebendig. Ach, manchmal bin ich begeistert von euch. Darf ich mitschaufeln? Sie drückt ihr wortlos die Schaufel in die Hand, geht dann zu dem, zu dem Torfin, haut ihm erstmal mit ihrer Panzerfaust ins Gesicht, sodass der Kiefer knackt. Der klappt so ein bisschen auf, die Zunge hängt raus, sie nimmt einen kurzen Dolch und schneidet dann die Zunge ab, sodass er dann auch nur noch blutsprudelnd zu Boden geht, sich an die nicht mehr existente Zunge fasst und er hört einfach nicht mehr auf zu bluten. Wie ein Schwein liegt er da und wühlt sich in dem Dreck. Sie deutet dann einfach nur noch auf eins der aufgebrochenen Gräber und nickt die dann einfach nur mit dem Kopf zu, sodass du weißt, was du tun kannst. Du musst es jetzt nicht graben, du musst ihn einfach nur reinschmeißen und zubuddeln. Ja, ich würde nochmal bei dem Grabstein kurz für Boron beten, ihm jetzt für diese Gelegenheit danken und dann nochmal der Dame zunicken. Es ist immer wieder schön, einen Profi bei der Arbeit zu erleben und den Mann da rein treten und ihn dann lebendig begraben. Ja, du hörst es noch weiter heulen und jaulen, wenn du dann Erde um Erde, Schaufel um Schaufel, dann ihm auf den Körper wuchtest oder dann eben auch auf den Kopf, sodass es dann langsam immer leiser wird und dann erstickt durch das ganze Erdreich, was dann so ein bisschen nach oben auch riecht und du spürst diese nasse Erde, die dann auf der Schaufel liegt. Schon ein befriedigendes Gefühl, fast wie in Alanfa. Dass man hier so zimperlich ist, das hat man dir damals nicht beigebracht. Ich dachte immer, dass die Punina und vor allem auch die Golgariten netter sind. Ja, sie erweisen sich als ganz nützlich. Aber ja, hört der Spaß auf. Ich schaufel da pfeifend dem Typen lebendig zu. Gut, was wollt ihr noch tun?